zu covern. Aber ganz gezielt und nur, man kann fast sagen, eine Person. Ja, das ist richtig. Das hängt aber damit zusammen, dass ich die Songs auch schon lange im Programm selber habe, ja, bei mir im Live-Programm. Und das hat sich damals ergeben, es geht um Cäsar, seine Songs. Und das hat sich damals ergeben, zu dieser Abschiedsfeier im Anker, hat man mich gefragt, ob ich die mal machen würde. Ja, und dann habe ich festgestellt, na, das passt gut zu mir und das liegt mir auch. Und seitdem habe ich die fest im Programm. Und irgendwann kam dann auch mal dann die Idee, das natürlich mit auf die CD zu bringen. Und es ist ja auch durchaus gelungen. Also es ist ja, meine Coverversion ist, das ist ja immer es ist immer ein Drahtseilakt, ne, wenn man sich an sowas ranwagt. Ja, ich habe ja gute Berater in der Band gehabt. Ja, kann man auch erwähnen, ne? Ja, ja. Robert hat da mitgespielt, Robert, auf jeden Fall und so. Und da ist die Beziehung schon da, weil ich ja auch familiär sind wir auch ziemlich eng verbunden. Ja. Es war früher auch schon so mit Cäsar. Und nun, wo er nicht mehr ist, ist es immer ganz interessant, so auch mal wieder so dran zu denken. Ah, guck an. Da gibt es auch noch viele schöne Lieder. Ja, die hast du ja ausgegraben. Natürlich, Mein Bruder Blues ist auf jeden Fall drauf. Also das ist ja, also wenn man nicht wüsste, von wem es ist, könnte man ja fast meinen, es ist dir so ein bisschen auf den Hut geschneidert. Ja, mehr oder weniger habe ich auch das Gefühl. Ja. Und das ist ja das Interessante, weil ich ja auch unglaublich, ich bin ja mit Cäsar auch aufgewachsen, also mit dessen Musik, nicht mit ihm. Die ja schon als Kind sehr toll fand. Ich habe ihn auch als Kind persönlich schon kennengelernt und so über die Jahre, so sind wir uns immer mal wieder begegnet, auch persönlich. Wir haben Billard zusammengespielt und ich habe verloren und dann hat er gesagt, der erste, das war kurz vor der Mucke, hat er gesagt, der erste Song wird scheiße, weil ich ärgere mich dann immer. War aber nicht so. Also ganz tolle Sachen, ganz tolle Erlebnisse. Und dann ist es natürlich, gucke ich immer so ein bisschen mit einem skeptischen Auge, dann wenn ich dann erstmal nur nicht gehört habe, sondern sehe, oh, da macht jetzt jemand etwas von Cäsar. Und habe aber bei allen Songs, die du da drauf, der Apfeltraum ist auch drauf. Nee, Apfeltraum nee, ist nicht drauf. Whisky, mein Bruder, Whisky. Ja. Und da habe ich erstmal so mit skeptischen Augen ich gedacht, ich höre das mal an. Und dann war ich so begeistert, weil es sind, also du wirst sowohl Cäsar gerecht als auch dir selber. Und das ist natürlich ein gelungener Drahtseilakt dann. Also da bist du gut drauf. Und das gefällt mir sehr gut. Also das Kompliment wollte ich unbedingt sagen. Also ich war ganz begeistert von diesen Coverversionen. Das ist ja nicht immer der Fall. Ja, so, ich kenne Coverversionen von, auch von Cäsar vielleicht zum Teil. Und es ist aber, jetzt geht es ja auch nicht um Cäsar an und für sich, obwohl ich da auch nochmal so einen Bogen schlage zu einem anderen Projekt, das sich anbahnt, ne? Das ja noch nicht so ganz da ist, aber es fängt schon an, sich am Firmament sozusagen als ein kleines Licht aufzubauen und wir werden darüber nochmal zu sprechen kommen, das heißt der Apfeltraum. Aber erstmal so ein bisschen auch so Biografie. Lustigerweise habe ich gestern den Bedeutung getroffen und habe gesagt, also habe er gesagt, ja, das ist eine Artgerechte und jetzt ziehen wir um zu Speiche und er sagt, ach, Speiche, da habe ich Zenit gesehen. Ich habe gesagt, das gibt's nicht, weil ich habe Viktor Stolle morgen, also das ist gerade die Band erwähnt. Und Zenit ist ja das, was dich sozusagen zum großen Show gemacht hat. Kann man eigentlich so, ja. Ja, das ist ganz klar. Also in der Zeit hatten wir auch die Möglichkeit, da ein bisschen bekannter zu werden, auch eben durch die Medien, damals im Rundfunk und dann aber auch Platten haben wir auch gemacht und so. Und das hat uns natürlich sehr viel geholfen, ein bisschen bekannter zu werden. Und wir haben das auch gut ausgenutzt, weil wir immer versucht haben, auch Live-Sachen zu machen. Mhm. Und die Möglichkeit hat man uns gegeben und da haben wir dann auch gesagt, okay, wenn wir eine Schallplatte machen, damals gab es ja noch echte Schallplatten, so dann lass uns, aber Vinyl, und da haben wir gesagt, na, wenn wir da die Möglichkeit haben, das richtig auch live rüberzuziehen, dann lass uns das machen, das ist eine gute Sache. Ja, ist auch gelungen, also die Platte ist ja legendär, kann man sagen, heutzutage, nach so vielen Jahren, ne? Also jeder spricht noch davon, ich glaube Rockradio spielt heute noch Zenit-Songs, zu Recht, ne? Und da war dann Viktor Stolle, der sich da so rauskristallisierte. Damit hieß ich ja noch nicht so, ne? Damit hieß ich einfach Eberhard Stolle. Eberhard Stolle. Ja, der Sänger von Zenit und so. Ja, genau. Das hat sich erst nach der Wende so herauskristallisiert. Ja. Aber du warst dann bekannt wie ein bunter Hund, ne? Ja, das geht ja nicht anders. Geht nicht anders. Und es ist ja auch so, dass jetzt mal so unser ganzen Zuhörern in den neuen Bundesländern, wie man ja früher sagte, ich weiß gar nicht, wie man so toll war, also so im westlichen Teil Deutschlands, die das vielleicht nicht so wissen, ich erkläre es auch mal wieder gerne, Blues war in zur DDR-Zeit, also neben dem Rock'n'Roll, eine ziemliche interessante Geschichte für das Publikum. Also Blues-Konzerte waren unglaublich gerne besucht. Und es gab also kaum irgendeinen Ort, wo es nicht am Wochenende ein Blueskonzert gab.
Das war also eine total feste Größe. Und sich, und da gab es auch viele Angebote, musikalische Angebote, darauf will ich eigentlich auch mit hinaus. Große Band, großartige Bands, die daraus entstanden sind, tolle Bluesbands, zum Teil gibt es ja heute noch, zum Glück. Und da ist es gar nicht so einfach gewesen, sozusagen in dieser Blues-Szene sich einen großen Namen zu machen als Zenit, also als die Band dann. Und das ist euch aber gelungen. Mit auch mit einem Programm aus einer Mischung zwischen, soweit ich das in Erinnerung habe, ist ja schon ewig lang her. Mhm. Mit Coversongs und eigene Geschichten. Ja, natürlich. Ja. Ich habe ja auch sehr viele Coversongs so in meinem Programm, wo ich immer versuche, dass jeder Coversong, den ich spiele, dass ich den so zu meinem eigenen Lied mache. Und dadurch auch nie jetzt irgendwie denke, ja, nun ist aber genug und so, sondern das auch immer wieder gerne spiele. Und das hatten wir damals schon so gemacht. Ja. Ja. Wir hatten also deutsche Songs, die wir auf unserer LP gehabt hatten oder auch im Rundfunk produziert haben. Und dann auch viele Coversongs eben von den Blues-Typen, die wir an sich auch sehr hoch verehrten. Na, einer ist zum Beispiel bestimmt dabei, mit Schreider, ne? Also, mit Schreider, ganz genau, ja. Sehe ich gerade. Ihr macht eine große Kiste, ne? Mhm. Kannst du was dazu sagen, wenn wir jetzt gerade schon bei Ja, ich kann da ganz kurz dazu sagen, dass wir also am 21. diesen Monats, ist ja schon März sozusagen. Jetzt ab heute. Ja, dass da ein ganz große Party startet mit Engerling und mit Schreider. Das ist also so der Grund. Und vielen anderen Bluesgrößen auch noch dazu. Das ist ja so ein Selo. Ja. Und das kriegt man über das Internet und so mit. Die Leute, die es wissen, die wissen es schon. Kurz, dass wir mal drüber geredet haben. Jawohl, sozusagen. Wir warten schon auf einen Last. Ja. Und ich bin leider nur alleine da. Das ging eben von der Organisation her, ging das eben nicht, dass jeder seine Band mitbrachte. Ich bin mit Waldi auch alleine, der kommt auch alleine. Ja. Und Bernd Kleine, da machen wir so ein Stück zu dritt. Ja, mal sehen, wer uns da unterstützt, das ist okay. Ja. Ja. Also da geht es mehr um die Teilnahme, als jetzt nun das beste Setup zu geben. Ja, Teilnahme zu wichtig ist, dass mit Schreider so ein gutes Setup gibt, dann sind wir schon zufrieden. Ach ja, also sowieso Engerling gilt ja eigentlich, also bei manchen jetzt gerade so, auch wieder in den neuen Bundesländern, so als die mit Schreider-Band. Das ist ja auch total. Ja, eindeutig, lustig, ja. Das ist ja wirklich sein Lieblings-Songwriter gewesen, schon vor der Wende. Und er hat sich da sozusagen sein Lebenstraum erfüllt. Absolut. Und das ja schon eigentlich seit der Wende. Seit der Wende schon, ja. Also von Anfang an. Es gab schon vorher Verhandlungen und da war es natürlich immer kompliziert, so rauszukommen und reinzukommen. Und seit der Wende hat sich das also erledigt, diese ganze Problematik. Ja. Und da ging es dann auch relativ schnell und so, weil Interesse war schon vorher da. Ist auch ein großer Glücksfall für die Band Engerling auf jeden Fall. Ganz genau, denke ich auch, ja. So, und jetzt ein Bandprojekt von dir. Also nicht die Big Joe Stolle Band, sondern ein neues, das sich anbahnt. Wir haben ja schon diese Coversongs erwähnt. Apfeltraum klingt ja schon vom Namen her als Projektname sehr in Richtung Cäsar. Ja, das sind immer wieder Ideen, weil wir kommen ja oft zusammen. Also Moritz, der kleine Sohn sozusagen von Cäsar, und Robert, der Große, wir kommen ja so oft zusammen, wir machen ja auch Musik zusammen und haben ja auch immer jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr im Dezember in Leipzig eine kleine Gedächtnisveranstaltung, Zeit der Besinnung heißt das, wo wir dann auch an alle Musiker, auch vor allen Dingen Leipziger Musiker erinnern, wie zum Beispiel auch hier Renft oder Piotr und so. Und diese Veranstaltung, die bringt uns da auch immer enger zusammen. Und da wird auch viel drüber diskutiert und dann haben wir die Idee gehabt, die hatten wir schon des Öfteren, aber es hat sich nicht so ergeben. Jetzt haben wir einen Veranstalter, der da so eine Veranstaltung machen will. Ja. Und für uns ist das so eine Messlatte, sag ich mal. Wir wollen es da ganz toll vorbereiten. Einen Tag vorher haben wir noch in Leipzig bei Tonelli so eine Art Generalprobe, wo wir die Sachen dann nochmal durchspielen. Und dann sind wir am 4. April, ist gar nicht mehr so lange her, sind wir dann in Tanna. Das ist mitten in der Walachei, aber der Chef, der Herr Schleich, der ist da sehr interessiert dran und gibt sich viel Mühe, dass da sowas zustande kommt. Und da wollen wir einfach mal uns testen und dann schauen wir weiter, wie es ist, weil es ist ja so, dass alle Musiker noch andere Projekte haben. Naja, wir nicht einfach da so rausfahren können ins Grüne und diese und jene Veranstaltung machen können, sondern wir müssen dann schon sehen, wann machen wir es und wie machen wir es. Und wenn das gut läuft und wenn es für uns auch gut läuft, sodass wir ein gutes Gefühl haben, dann werden wir wahrscheinlich im Herbst eine kleine Tour machen. Ich glaube, da freuen sich viele Menschen tierisch drauf. Steht die Besetzung schon fest? Oder? Die Besetzung ist im Prinzip schon fest. Ja. Natürlich, sage ich mal, der Robert Gläser ist dabei und Moritz Gläser, der immer darauf Wert legt, dass er ja letztendlich genetisch
der absolute Nachkomme ist. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe alte Fotos früher mir von Cäsar ausgekramt. Ja. Und man muss das ja wirklich sagen, die ganze Gestik, die ganze, der ganze Gesichtsausdruck und so, das ist wie damals. Wenn der lächelt, der Moritz. Ja, ja. Das ist wie damals. Ich habe ja sehr oft hier gehabt, der wohnt hier um die Ecke. Ja, ja, ganz genau. Und also da habe ich immer... Oh. Ja, ja. Ja, und das sind ja so die wichtigsten. Dann macht Jürgen Schötz mit, der auch jahrelang mit Cäsar gespielt hat. Ja. Gerade wo sie im Trio gewesen sind, das war da so, also war eine sehr gute Zeit für Cäsar. Und dann macht noch mit, neben meiner Wenigkeit, noch ein Gitarrist, den ich auch sehr schätze, Mauro Pandolfino, mit dem ich ja auch hier zusammen mit dem auch viel unterwegs, gemacht habe. Ne? Wir sind auch viel unterwegs und so. Und der so diesen, ja, wie soll ich das sagen, diesen Gitarrenpart übernimmt, also. Was Cäsar auch unwahrscheinlich auszeichnet, diese Virtuosität und so. Ja. Meine Moritz spielt auch sehr gut Gitarre, aber wir wollten Moritz mehr in die Gesangsposition bringen. So. Mhm. Dass er vorne am Bühnenrand steht und weil es auch mit von der Stimme her sehr interessant ist. Und deshalb haben wir dann noch extra Gitarristen mit, damit sich das dann richtig gut macht. Da bin ich echt gespannt. Also ich werde mir das wahrscheinlich, vielleicht gucke ich mir mal die Generalprobe in Tornellis an. Ja, kannst du gerne machen. Komme ich zu Fuß, wenn ich bei meiner Liebsten bin in Leipzig, da laufe ich dahin. Da kann ich sogar zwei Bier trinken und laufe trotzdem noch zurück. Also, das passt ja schon kurz bei mir. Du weißt Das geht aber erst ziemlich spät los, ne? Weil ja an dem Tag ist ja der 3. April ist Karfreitag. Wobei wir da an sich keine Probleme haben. Ich glaube, es gibt kein Veranstaltungsverbot an Karfreitag, sondern die Veranstaltung muss nur angemessen sein. Ja. Dem Thema, sagen wir es mal so. Und Karfreitag, was kann man da Besseres machen, als alte Freunde zu erinnern? Genau. So sehe ich Zeit das der Besinnung. Ganz genau. Genau. Ne? Nehmt ihr diese Programme. Eben. Das ist interessant. Ja, ich weiß, ihr habt einen Keyboarder, habt ihr noch nicht, ne? So. Wir haben noch keinen Keyboarder. Es ist auch immer so, machen wir Keyboarder oder die, so. Ist immer so die Frage, wie es kommt. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, der ich sage immer, nämlich, lass uns doch mal ein bisschen Gitarren, lass sie mal ein bisschen rockig und nicht so, also ich sag mal, nicht so karussellmäßig mit großer Fläche und sowas, sondern eben mal ein bisschen rockig bis auf die Ur-Grooves dann zurückkommen und so. Ah, okay. Mal sehen, wie das wird, aber das ist. Weiß man noch nicht. Ja, weiß man nicht. Wir sind am Ausprobieren. Ja. Nein, weil ich habe nämlich gehört, ich kenne ja viele Leute, dass der Roman Raschke seinen Hut in den Ring geworfen hat. Der war der Erste und der hat sich da beworben und so. Nun ist das natürlich sehr, sehr kompliziert, wenn jemand dann in Leipzig wohnt mit Proben und sowas. Da muss man auch Realist sein in dieser Beziehung. Ja. Obwohl das dann natürlich auch wieder den Kreis schließt zu Karussell und so. Das ist schon okay. Ja. Also, wir haben uns sehr gefreut darüber, dass er vor allen Dingen auch so schnell gewesen ist. Da muss man eben sagen, das ist jemand, der hat das Chor an der Masse, der weiß Bescheid, der ist immer gut informiert. Ja. Das zeichnet natürlich dann auch so eine Leute aus. Aber was ist, man weiß ja nie, muss er sehen. Wir sind gespannt, also wir sind gespannt und es ist sicher auch ein Projekt, das sich entwickelt. Jetzt wieder zurück zu dir, du hast ja nach sehr, sehr vielen Jahren diese Scheibe Steckereien und Los präsentiert. Ist denn da weiteres in Planung? Ja, es ist weiteres im Plan. Ich habe auch schon 4 oder 5 Songs so im Konzept. Und wir suchen jetzt einfach Zeit. Momentan ist eben wirklich die Zeit ausgelastet mit dem Apfeltraum. Ja. Da müssen wir eben erstmal jetzt 10 Monate sehen, dass wir das schaffen. Dann kommt ja meist dann noch die Sommerzeit. Da hat man nicht so groß Bock, jetzt irgendwie im Studio zu sitzen, irgendwelche Sachen zu machen. Das sehen wir uns dann mehr im Oktober aus. Aber ich denke schon, Oktober, November soll dann schon was Neues passieren. In der Tat. Dann lade ich dich aber wieder ein. Ne? Ja, gerne. Speiche findest du, das weiß ich. Ja, ja, das ist, ich war der Schlimme. Herzlichen Dank, dass du da warst und vielen Dank fürs Interview. Ja. Big Joe Stolle. Schönen Dank.